Und es ist wieder auf. Oh, Stiefel. Auf 15 Frames runter. Ich werde gleich nochmal. Einen Augenblick. So, da bin ich wieder und dieser scheiß Fehler nervt mich ein bisschen, aber mir doch Wayne. Das mache ich dann, glaube ich, irgendwie, muss ich dann nochmal ein... Ach, hier geht's nicht weiter, gut. Muss ich dann, mache ich dann demnächst, was war das für ein Scheiß? Egal. Muss ich dann dran denken, dass ich entweder mal gucke, ob ich das umgestellt kriege da oder halt einfach bei Fraps dann eine andere Aufnahmetaste. Eine andere Taste für die Aufnahme aussuche. Und da muss ich mich natürlich noch umstellen, weil ich habe ja von Anfang an schon F9 gehabt, weil das halt Standard ist. So, hier haben wir den Thron, da müssen wir gleich hin, um die Krone aufzusetzen. Aber erstmal, ich weiß gar nicht, warum der Typ das nicht will, dass wir ihm die Krone aufsetzen, weil dadurch dingsen wir ihm doch das Leben, schenken wir ihm doch das Leben. Gut, wir wollen ihn natürlich danach umbringen, aber hey, ist doch nicht so wild. So, ah, finde ich ganz gut eigentlich. Damit durch das Vernichten von Urnen kriegen wir sogar Wut. Setzt sich der Penner zusammen. So. So, und jetzt die kleinen Gegner, die uns Leben gewähren. Hier sieht man, ne? Das sind so nette Endbosse, die einfach mal uns kleine Gegner geben, die uns einfach mal schön heilen. Muss man nicht seine ganzen Lebenstränke benutzen. Komm auf dein Leben klar. Dab, 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 dab. So, da liegt noch Leben. Ja, ich will auch geheilt werden. Danke. La 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 la. So. Noch nicht bereit. Ja, der ist jetzt bereit, so. Wollte ich nicht, so. Ums. Ja, merke ich schon. Aua, aua und aua, egal. Nicht so wild. Das dauert ein bisschen. Aber hey. Zumindest ein zum Teil. Autsch. Das geht noch nicht. Fick dich. So. Ach, einen schönen Lebenstrank einfach mal reinwerfen. Noch mehr Gegner. Noch nicht bereit. Hau ich dir auf den Dötz. Bumm.
So, schöne Sache. Wir wollen erstmal hier alles einsammeln. Fellgurt. So. Wunderbar. Dann können wir jetzt mal die Fertigkeiten. Da haben wir eine neue. Entweder ein Pfund Fleisch erhöht Chance, eine Heilkugel zu finden um 25% und verdoppeln das Dings. Oder die Trefferchance wird erhöht. Ich mache ein Pfund Fleisch. Das finde ich besser. Hier gibt's nichts Neues. Hier gibt's ebenso wenig Neues. Hier gibt's nichts Neues. Und hier gibt's auch nichts Neues. Hier ab Stufe 14. Naja. Gut. Und Inventar gibt's ja was. Hier zum Beispiel eine Quelle. Das ist leider nur für den Zauberer, aber kann man schön verkaufen. Vor allem, weil die recht viel bringen. 126. Hier haben wir eine schöne. Was ist denn sinnvoller? Das ist auf jeden Fall sinnvoller. Und hier plus 1,68. Bringt nicht mehr. Bringt mehr Schaden, aber weniger Schutz. Aber es nehme ich in Kauf. Blöd, dass das hier nicht. Dass das hier Barbar only ist. Sonst hätte ich ihm das nämlich geben können. Aber naja. Er ist auch kein Zauberer. Deswegen kann ich ihm auch diese Quelle nicht geben. Körper, bla bla bla. Nö. Gut, dann, ja. Viel Sinnvolles oder viel Praktisches oder Nützliches hat er mir nicht gegeben, aber es geht. Verlassene Kammer, einmal Rinder, vielen Dank. Wenn das alles vorbei ist, werden wir im Gasthaus ein Festmahl haben, mein Freund. Na, hoffen wir es mal. Und da unten. Rada. So, ups, hallo, loser Stein. 6 Objekte zerstört. Schön. Hier geht's. Ach, da hinten sehen wir schon, ne? Der Fremde. Ihr wart es, der vom Himmel gefallen ist? Ihr seid der Ursprung all dieser Zerstörung? Und doch spüre ich an euch kein Übel. Ich erinnere mich daran, zu fallen. Wer seid ihr? Weshalb seid ihr hier? Ich bin nicht euer Feind. Ich denke, ja, ich glaube, dass ich gekommen bin, um euch zu warnen. Die Dunkelheit rückt näher. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich werde euch zu Deckard Cain bringen. Er ist ein gelehrter Mann. Genau, so, dann gehen wir mal eben zu Deckard Cain, dem gelehrten Mann. Einmal die schöne große Runde und Wegpunkt Neutristram. Und kleine Zwischensequenz. Ich bin weit gereist, um herauszufinden, dass der gefallene Stern nur ein Mann ist. Wer ist er? Warum ist er gekommen? Er erinnert sich an nichts. Vielleicht weiß Cain, was der Fremde uns nicht sagen kann. Allein schon nur ein Mann. Finde ich ja total bescheuert. Weil, ist doch eigentlich viel, besonderer. Andere? Ja, also viel, was ganz, ja, eher überraschend, dass das ein Typ ist, der vom Himmel gefallen ist, anstatt so ein blöder Stein, weil ein Mensch würde so einen Sturz doch absolut gar nicht überleben. Das letzte Mal, als ich unter der Erde war, ein paar interessante Sachen gefunden. Du solltest sie dir mal ansehen. Ach, nö. Keine Lust. So, es laggt, aber ich werde eh jetzt schon pausieren. Oh Gott, schon wieder 1:04. Meine Güte, insgesamt habe ich dann 3 Stunden, glaube ich, aufgenommen, ne? 1:55 plus 1:04 oder 1:05 ungefähr. Kommt auf 3 Stunden. Meine Fresse. Gut, dann will ich mal sagen, das war Let's Play Diablo 3. Für den PC, logischerweise. Weil es das für nichts anderes gibt. Ja, auf jeden Fall war es das für heute, für diese Aufnahme. Und ich habe viel zu viel aufgenommen. Das wird nicht aktuell. Nein, egal.
Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Trotz kleiner Probleme. Ab nächster Folge wird es hoffentlich ein bisschen geiler. Und ich werde das ein bisschen ändern, dass nicht immer diese blöde, dieses blöde Erfolgsding kommt oder was auch immer beim Neustarten der Aufnahme. Egal. Na gut. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, keine Ahnung, was auch immer. Und hoffentlich sehen wir uns dann in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Tschaußen.